So, meine lieben Freunde, und damit hallo und herzlichst willkommen zurück hier zu Let's Play Resident Evil 4 HD, Folge Nummer 31. In der letzten Folge haben wir uns ja eine wunderschöne Schutzweste gekauft. Und ich muss gerade zugeben, ich habe überhaupt keinen Plan, wo wir lang müssen. Operating Room, hier könnte sein, dass wir hier richtig sind. Aber ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ja, ich glaube, hier sind wir noch nicht gewesen. Operationssaal, Freunde. Was wird uns da drin wohl Wunderschönes erwarten? Ich glaube, hier kommen diese komischen Viecher, bei denen man... das sind so komische Riesentypen. Die haben Parasiten im Körper und da muss man die Parasiten abknallen, damit man... die töten kann. Ich glaube, das ist hier irgendwo. Ja, da sind sie doch. Das ist so ein Vieh. Ach, das ist so Rotz. Ich glaube, da braucht man irgendwie ein bestimmtes Scope, um das überhaupt zu sehen. Ich weiß nicht, wie das jetzt gelöst war. Ob man sich das kaufen muss oder ob man das so bekommt. Es ist eine Art Laborgerät, wofür das wohl verwendet wird. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Aber diese Dinger sind auf jeden Fall nicht ohne. Oh Gott. Will ich es prüfen? Will ich es nicht prüfen? Die Tür ist verschlossen. Etwas im Zimmer blockiert sie. Sie scheinen eine Autopsie durchgeführt zu haben. Ja. Gott, oh Gott, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, wie man die Viecher besiegt. Ich hoffe, wie gesagt. Welche Tafel umdrehen? Okay. Ich denke mal, wir müssen oben... Ja, genau. Jetzt grün. Und jetzt rot. So, das war easy. Ach du Scheiße. Louis Notiz Nummer 3. Die scheußlichen Kreaturen wie der El Gigante und die Novistadors sind nur Nebenprodukte der grausamen und unmenschlichen Experimente, die an Wesen vorgenommen wurden, die vorher Menschen waren. Aber eine Art unterscheidet sich deutlich von den anderen. Dies sind die Regeneradores. Sie haben einen überlegenen Metabolismus, dank dem verlorenen Körperteile blitzschnell nachwachsen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Durch diese Eigenart sind sie mit gewöhnlichen Waffen fast unbesiegbar. Aber jedes Lebewesen kann getötet werden. Anscheinend leben Plagers in ihren Körpern, ähnlich wie Egel. Man kann sie mit bloßem Auge nicht sehen. Sie lassen sich nur mit Hilfe von Thermografie finden. Genau. Um den Regenerationsprozess zu unterbinden, müssen die Plagers gefunden und zerstört werden. Soweit ich weiß, sind die meisten Regeneradores von mehreren dieser Plagers befallen. Um ein Blabla zu töten, müssen alle Plagers vernichtet werden. Okay. Wie ich gerade gesagt habe, an diese Stelle kann ich mich noch sehr gut erinnern, was daran liegt, dass sie mich wahrscheinlich derbst genervt hat. Kühlraum-Schlüsselkarte. Fuck. Da ist einer. Die sind so eklig, mal ohne Scheiß. Wir haben leider keinen... Gott, vielleicht kann ich hier drin was finden. Jetzt bin ich natürlich eingesperrt. Ich dämlicher Vollhonk! Fuck! Ich gehe raus hier. Wir brauchen irgendeine Art... Thermovision. Wir brauchen eine Art Thermovision. Mmh.
sie erwischen dich einfach. Du kannst nicht fliehen. Es ist nicht möglich zu fliehen. Und ich habe mich total verlaufen, das kommt noch dazu. Oh, was ist das? Scheiße. Oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Fuck it. Die ist verschlossen. Okay, vielleicht können wir hier die... Nein! Das ist die falsche Schlüsselkarte. Ah! Ach, come on! Ey, die sind... Das ist so eine lächerliche Szene. Mal ohne Witz. Was soll ich denn da machen? Es ist doch völlig hohl. Ja, hier ist die Kühlraumkarte, okay. Habe ich vielleicht hier mal kurz meine Ruhe? Das wäre übelst nett. Ich glaube, es gab dafür einen Scope. Ein Thermal-Scope fürs Sturmgewehr gibt es, glaube ich. Aber das muss ich mir höchstwahrscheinlich auch kaufen. Hiermit lassen sich Schlüsselkarten programmieren. Vielleicht kann ich die Daten meiner Schlüsselkarte zu denen einer anderen. Alles klar. Für den Müllbereich. Nein, nicht abschalten. Nicht abschalten. Oder? Ach, jetzt wacht doch hier drin alles auf. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Liegt hier noch irgendwas? Nee. Hier wird gleich alles zum Leben erweckt, denke ich. Ah, eine Blutspur. Hier ist bestimmt das Scope. Hoffentlich ist hier das Scope drin oder irgend so ein Scheiß. Ja, das ist doch das Thermalscope. Alles klar, man findet's also. Okay, 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 Freunde, ganz ruhig. Mit was kann ich das kombinieren? Ganz ehrlich, was ist denn, wenn man hier kein Sturmgewehr hat? Man kann das nur mit dem Sturmgewehr verbinden. Wenn man das nicht hat, ist man sozusagen am Arsch. Oh, sind das viele. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einer noch, einer noch, einer noch. Ich hab nicht getroffen. Ich hab wieder nicht getroffen. Gott. Wie viel Munition haben wir denn jetzt noch für Sturmgewehr? Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Mindestens 3 Lagers sind in einem dieser Scheißviecher. Wir können uns schon mal wenigstens zur Wehr setzen. So, wir haben jetzt die Karte für die Schlüsselkarte für den Müllbereich. Jetzt muss ich zum ersten Mal auf die Karte gucken. Das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel. Die kriegen wir nicht auf. Die Tür. Schlüssel vorhanden. Aber das ist ja nicht der Müllbereich, oder? Ist das der Müllbereich? Ich meine, wir kommen nicht anders zum Ziel, außer durch diese Tür. Ich weiß jetzt nicht, ob ich vorher noch woanders hin muss oder ob ich jetzt schon die richtige Schlüsselkarte habe. Weil auf der Map steht Schlüssel vorhanden. Vielleicht ist das der Müllbereich. Ich hasse das Geziele. Ich verabscheue diese Scheiße, dass ich immer daneben schieße. Ah, es riecht nach Müll. Okay. Okay.
Okay, hier läuft irgendwas rum. Scheint aber keiner von diesen komischen Mistviechern zu sein. Boah, nee. Also Freunde, Ach, da unten sind Haufen Leute, okay. Okay. Gucken wir, ob ich hier noch irgendwas finde. Oh, okay. Oh. Das war natürlich daneben. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Hat keinen getroffen. Okay. Muss, glaube ich, eher so eine Mülltonne nehmen. Hä? Okay, sie kommen hoch. Sie kommen hoch, Freunde. Es wird Zeit für eine Brandgranate. Haben wir zumindest einen besiegt. So, ich mache das jetzt auf die Billo-Art. Um ein wenig Munition zu sparen. Warum das jetzt mit dem Kran nicht funktioniert hat, frage ich mich ehrlich gesagt, weil rein theoretisch haben wir alles richtig gemacht. Sein Müllschacht. Vielleicht führt er in einen der unteren Bereiche. Okay. Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel. Da ist noch ein goldenes Kraut. Hier haben wir noch einen Knopf, okay. Erstmal einen Überblick verschaffen. Schön. Ich lerne Granaten, muss ich sagen, ich lerne sie langsam lieben, weil in manchen Situationen... Okay, da ist schon mal Ashley. Der Sicherheitsschalter für die linke Tür. Trau dem Frieden nicht ganz. Coole Wachen. Okay, Flashgranate. Das war so dumm von mir. Schieße ich die jetzt ab oder gehe ich erstmal weiter? Freunde? Ich weiß es nicht. Ich muss mir mal ganz kurz die Nase putzen. Tut mir leid. Mir läuft gerade leicht das Näschen. Muss mal so ein bisschen... Jetzt ist natürlich die große Frage, was tue ich? Ich glaube, ich gehe erstmal weiter. Meine Ashley kann ja in dem Zustand... Eigentlich kann ihr ja jetzt nichts passieren. Sie ist ja in dem Sinne sicher. Und wird fleißig überwacht. Mann! Keine Munition mehr. Wie geil. Wie soll man denn ausweichen?
Oh, oh, oh! Stimmt. Hier sind natürlich noch mehr. Hier sind natürlich noch mehr. Weil ich ja so viel Munition hab. Mann. Ist das eine nervige Szene? Noch ein Gegner. Sau nervig, Freunde. Jetzt bin ich gerade ein bisschen angespannt, weil uns wirklich gefährlich krass die Munition ausgeht. Da müssen wir jetzt wohl durch. Hier hätte ja wenigstens mal was liegen können. Ach Gott. Wollte gerade sagen, das wäre ein ideales Versteck für ein bisschen Munition. Entweder hätten wir jetzt wirklich Ashley mitnehmen müssen, also ich weiß es nicht. Weil irgendwie entfernen wir uns ja gerade. Oh, ein Speicherraum. Okay, ich mache hier erstmal ein Sicherheitssafe. Und weiß ehrlich gesagt gerade nicht so richtig, wie ich mich verhalten soll. Ich meine, wir haben Ashley nicht mit. Ashley ist immer noch in der Zelle eingeschlossen und wir laufen ja einfach weiter, was nicht so geil ist. Aber eventuell. Ach, okay. Der wird bestimmt den Schlüssel haben. Er hat noch welche auf dem Rücken, ne? Ich muss einmal an dem vorbeirennen. Wie ich das machen soll, keine Ahnung. Ich heile mich jetzt auf jeden Fall erstmal. Hä? Oh nee! Warum habe ich zweimal grün? Geht nicht mehr. Super toll, Beini. Das hast du mal wieder super schön gemacht. Wie soll ich an den Rücken rankommen? Muss den irgendwie umgehen. Okay, liegt hier Munition? Schön. Da ist er. Wir haben auch keine Granate, mit der wir den irgendwie betäuben können. Ah! Scheiße! Ah! Ich dachte, es ist zu. Oh Gott. Bin ich gerade erschrocken. Halt die Fresse. Sorry, Freunde, dass ich gerade so geschrien habe. Ich bin gerade so derartig erschrocken. Ich glaube, ich hab's. Ich hoffe, auf das Ding hier kann man schießen. Oh, wie er sich da durchrobbt. Oh, ist das widerlich. Jetzt sind wir hinter... Scheiße, das schaffe ich doch nie im Leben.
Yes! Wir haben getroffen. Oh, Lagerraum-Schlüsselkarte. Sehr schön. Ich denke mal, das wird der Schlüssel sein, den wir brauchen, um Ashley zu befreien. Gott sei Dank, Freunde. Ist das gut gegangen. Alter Schwede. Ich bin gerade so derartig erschrocken, als er mich geschlagen hat. Sorry für das Rumschreien. Aber das war gerade echt ein bisschen... Alter Schwede. Puh, okay. Ich habe mein Mikro viel zu laut. Ich glaube, das übersteuert schon langsam. Muss ich in der nächsten Folge unbedingt runterdrehen. Das habe ich jetzt erst gesehen. So, hier liegt auch noch Zeugs rum. Und schön, ein grünes. Das hilft uns sehr viel weiter. Ja, man darf echt nicht einfach aus solchen Bossräumen, darf man auf jeden Fall nicht einfach rausgehen, weil meistens liegt da ein Haufen Zeug rum. Okay, wir gehen nochmal hier lang. Ich will nochmal gucken. Oh, hier ist, glaube ich, jetzt alles leer geräumt. Da ist ein Händler. Ich glaube, meine Intuition war gar nicht so schlecht. Meine jetzt die Intuition, dass wir Ashley noch nicht versuchen zu befreien, erstmal durchrennen. Weil nur die beiden Gegner besiegen und dann Ashley rausholen, das kam mir schon so ein bisschen komisch vor. Welcome. So. Got a selection of good things. What are you selling? Erstmal Schätze verkaufen. Übrigens, danke in der letzten Folge für den Tipp. Ich werde die Schätze jetzt erstmal behalten, denn es gibt Kombinationsschätze, die mehr bringen. Man kann gewisse Steine in gewisse Items reinpacken und die dann teurer verkaufen. Habe ich nicht mitbekommen. Ganz am Anfang des Let's Plays habe ich mal gesagt, na, vielleicht können wir diese Katzenaugen irgendwo einsetzen. Da stand ja auch im Text ein kleiner Tipp, dass man, das war mal irgendwo eingesetzt, bla bla bla. Aber habe ich natürlich, dumm wie ich bin, nicht mehr beachtet. Was ziemlich blöd von mir war, aber gut. Das können wir jetzt leider nicht mehr ändern. Das war meine eigene Dummheit. So, was ist das eigentlich für Munition? Magnum. Magnum haben wir ja keine. Das heißt, die könnten wir eigentlich verkaufen. What are you selling? Is that all, stranger? Thank you. Gewehr, Sturmgewehr, TMP, Blacktail. Haben wir keine Pistolenmunition mehr? What are you buying? Aktenkoffer XL. Wir haben nur 26.000. Das ist nicht viel. Das heißt, sehr viel kann man damit eh nicht anfangen. What are you buying? Wir könnten die Blacktail oder vielleicht nochmal das Schrotgewehr. Das ist alles viel zu teuer. Is that all, strength? Thank you. So, okay. Okay, Freunde. Ich würde sagen, unsere Munition ist dünn. Heilung haben wir genug. Wir haben auch noch eine Granate gefunden. Naja, es schleppt sich so ein bisschen dahin. So richtig aus dem Gröbsten raus sind wir natürlich noch nicht. Oh Gott. Hätte ich speichern sollen. Wisst ihr was, Freunde? Wisst ihr eigentlich was? Gottes Willen. Wie oft will ich eigentlich noch derbe Fehler in diesem Spiel machen? Ne, ich gehe jetzt hier noch weiter. Da wird die Folge eben heute ein wenig länger. Jetzt habe ich einfach dieses Kraut geschluckt. Wie blöd bin ich eigentlich? Meine Güte. This is Leon. Request backup. I repeat, request backup. Damn. Da ist leider nicht viel. Das Funksignal ist unterbrochen. Ich kann mein Team nicht erreichen.
Das ist sehr unschön. Und ich könnte wetten, wenn ich jetzt hier rausgehe, wird irgendeine Scheiße passieren. Ich habe das irgendwie im Gefühl. Schau mal dieses Geländer an. Schon krass. Okay, ich kann einfach wieder runterfahren, ohne dass irgendwas passiert. Wundert mich. Ich dachte, ich komme jetzt hier gleich an eine Cutscene und muss irgendwelche Quicktime-Event-Scheiße machen. Aber es hat sich nicht bewahrheitet. So. Das heißt für mich jetzt, wir können erstmal zurückgehen. Und nochmal speichern. Ich glaube, das ist jetzt eine gute Stelle, um die Folge zu beenden. Wir haben ja jetzt den Schlüssel. Ich denke mal, der nächste Schritt wird sein, Ashley zu befreien und dann vielleicht nochmal hierher zurückzukehren. Ich weiß es nicht ganz genau. Vielleicht ist im Lagerraum auch noch eine andere Tür oder irgendwas. Wir werden sehen. Freunde, das war die sehr aufgeregte, sehr beängstigende Folge 31 mit Resident Evil 4. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte auf jeden Fall einen kurzen Schreckmoment. Ich finde diese Regenerados sehr widerlich, muss ich sagen. Aber wir haben ja jetzt Gott sei Dank das Thermalscope und können diese Mistdinger besiegen. Der Anfang wirklich, wo man die noch nicht besiegen konnten, die kurze Stelle da, fand ich schon recht widerlich. Und da hatte ich kurz Angst um unser Leben. Gut, Freunde, das war Folge 31. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, hoffe ich. Und habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.